herzlich willkommen zum neuen Video hier auf Schulreif. Heute zeige ich euch die Kalibration eines Monitors mit dem Spider 5 Elite, also ein sogenanntes Kolorimeter, also ein Messgerät, welches speziell für die Messung von Lichtfarben gebaut ist. Ich habe bereits jetzt schon mal soweit alle Voreinstellungen vorgenommen hier. Er führt mich hier im Menü ein bisschen dadurch. Und dabei waren vor allem wichtig, also die Farbtemperatur des Monitors in Form von dem Kelvin-Wert, also dem Farbtemperaturwert, die Helligkeit, Kontrast und Gamma. Also die vier Begriffe, die müsst ihr euch also in puncto Prüfungsvorbereitung zum Thema Monitorkalibration auf alle Fälle nochmal anschauen. Farbtemperatur, Helligkeit, Kontrast und Gamma. Und ihr könnt zu jedem Begriff eine kleine Definition abliefern. Das wäre ganz wichtig. Generell, kleiner Hinweis, den blende ich euch auch jetzt hier unten nochmal ein. Geht bitte auf cleverprinting.de, ladet euch da die PDF-Datei Color Management und PDF herunter vom Christian Piskula. Der erklärt in seinem Heft ganz hervorragend, was ist Kalibration, ein Beispiel einer Waage. Super gut mit Abgrenzung zur Profilierung, das kann man da nicht besser erklären, deswegen bitte geht auf cleverprinting.de und ladet euch da die Sachen kostenlos runter oder noch besser, ihr bestellt das Heft. Ganz hervorragend, darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. So, ja, ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal, ihr könnt schon mehr oder weniger sehen, das Spider hängt schon hier. Ich versuche jetzt mal mit dem Monitor generell zu filmen und das Screen-Video zu machen, um das Ganze vielleicht nachher ein bisschen zusammenzuschneiden. Wir schauen mal. Ja, ich würde sagen, ich gucke jetzt einfach mal, was er mir hier sagt und lass mich mal von der Software hier durch den Kalibrationsprozess durchführen. Also ich habe das Ganze vorgewärmt und die Umgebungsbeleuchtung ist zurzeit etwas heller, als er vorschlägt, aber ja, das lassen wir so sein. Farbtemperatur, Kontrast haben wir alles soweit eingestellt, dass das stimmt. Das Spider ist angeschlossen. Ja, ich klicke mal hier auf Weiter. Wir haben einen Desktop-Monitor in dem Fall, meinen iMac-Monitor hier. Und ja, der Hersteller ist Apple, iMac als Monitor, wunderbar. Ich kann die Helligkeit über die Knöpfe regeln. Ich lasse die Einstellung jetzt mal hier, wie sie hier empfohlen werden, also Gamma auf 2,2, die 6500 Kelvin für die Farbtemperatur, die Helligkeit, das lassen wir jetzt alles erstmal so eingestellt. Und ja, und jetzt sagt er mir schon hier, bringen Sie den Spider hier an, das werde ich mal tun hier. So, der hängt hier, hat so ein kleines Gegengewicht. Und klicken Sie auf Weiter, um die Kalibrierung zu starten. Und das machen wir auch mal. So. Ja, und er beginnt jetzt, die Messung läuft, sagt er hier, und er lässt jetzt entsprechend seiner Software und seiner Programmierung jetzt Farbfelder hier ablaufen und misst diese. Wir warten mal ab. Ich gebe ab und zu mal ein paar kleine Kommentare dazu, wenn ein paar interessante Farben kommen. Also ihr seht, wir befinden uns jetzt hier erstmal hier ziemlich nahe an der Grauachse noch. Jetzt wird das Ganze schon heller. Wir gehen jetzt hier in den Rotbereich rein. Also ganz wichtig, um zu verstehen, was jetzt passiert ist. Also die Software, die weist den Monitor oder die Grafikkarte jetzt an, RGB-Farbwerte mit verschiedenen Intensitäten darzustellen. Also zum Beispiel 255 Grün. Die Anweisung lautet jetzt also stelle mit voller Stärke dein bestes Grün dar. Und das Messgerät misst dann, wie dieses Grün aussieht. Also erfasst also für ganz speziell diesen Monitor den typischen Farbeindruck dieses maximalen Grüns. Er bekommt nur die Anweisung. 255 heißt jetzt quasi bitte, also quasi gleich 100%. Da klingelt das Telefon. So, das lassen wir klingeln. Und stimme ab. So, und tut mir leid, aber ich bin halt ganz normal hier zu Hause und nicht in der Schule. So, und ja, er erfasst also für diesen Monitor den typischen Farbeindruck dieses Grüns. Und im Vergleich dann mit den vorgegebenen Sollwerten kann er jetzt quasi später dann die Korrektur erstellen halt. Ja? So, auch hier, wie gesagt, er guckt also, dass er das grünste Grün, das roteste Rot und das blaueste Blau misst, um dann tatsächlich auch erstmal die Eckpunkte für den RGB-Farbraum zu haben. Aber wie gesagt, er bekommt wirklich nur die Anweisung, jetzt, das ist ganz wichtig zu verstehen, jetzt erstmal stelle mit 100% deiner grünen Pixel, lass die anderen aus, von mir ist das grünste Grün da oder umgekehrt mit Rot und Blau. Und dann guckt das Spider, ja,
wie sieht das denn hier überhaupt aus? Was kann der denn? Ja, wie ist der LAB-Wert? Also gemessen wird natürlich dann im LAB-Farbraum, unser sogenannter Farbeindrucksraum. Auch dazu wird es in Kürze noch ein kleines Video geben, so eine kleine Philosophie aus dem Unterricht, der Farbeindrucksraum. Also ich spreche bald gar nicht mehr gerne von dem Farbraum, sondern eher von dem sogenannten Farbeindrucksraum. Aber das schauen wir uns da mal an. Ja, wir mal gucken, ja, drei Viertel hatte. Jetzt gehen wir hier in den Blaubereich. Ich lasse das jetzt einfach durchlaufen, um das zu zeigen, was da passiert. Und dann schauen wir mal. Wir werden auch dann gleich gucken, was denn mit dem Farbprofil dann passiert. Wir schauen uns auch an, der wird uns gleich anzeigen, inwieweit wir hier welchen Farbraum denn abdecken können. Wir lassen uns überraschen. Also die Messung läuft noch. Ja, wir haben noch ein bisschen. Also rein von der Technik her natürlich ganz genauso das gleiche auch, ja, wie bei einem Druckprofil, bei einem Ausgabeprofil für den Drucker, für die Druckmaschine. Ja, er misst das, was die Druckmaschine wiedergeben kann. Das wird gemessen und daraus dann quasi mit den LAB-Werten der darstellbare Farbraum dann erfasst. Wie sieht denn 100% Cyan gedruckt aus in diesem Fall, auf diesem Papier und so weiter. Und das Gleiche macht er hier halt auch. Ja. Also nur in dem Fall mit den RGB-Werten. Und ja, und nochmal ganz wichtig, es ist einfach nur eine Anweisung, bitte ja, stelle in verschiedenen Intensitäten die Farbe dar. Aber ist ja halt die Frage, wie stellt er die Farbe dar? Auch hier gehen wir jetzt nochmal ganz nah in Richtung Grauachse. Ganz klar, auch solche Töne möchte ich ja auch wiedergeben können, so ganz feine Töne. Ja, ich möchte ja nicht, dass dieser Monitor mir, also keine Ahnung, so gesehen im übertragenen Sinne, ab 10% Ton wird nach unten alles verschluckt, sondern das muss natürlich auch entsprechend korrekt dargestellt werden. So, er optimiert noch den Weißpunkt, den setzt er hier jetzt. Das sagt er mir, Weißpunkt optimieren. Er guckt, wo er liegt. Er liegt bei 0,313 und 0,32. Da liegt er ganz gut. 0,33 und 0,33 ist so das Idealweiß. Der Punkt E, wer sich dann in der sogenannten Schuhsohle da auskennt, vom CIEYXY-Farbraum. So, wir nähern uns dem Ende. Und ich hoffe, er gibt uns jetzt hier gleich mal ein kleines Ergebnis aus. Und ich werde das Spider dann gleich mal hier entfernen, damit wir dann noch sehen können, was er uns hier an Infos gibt. Wie gesagt, ich hoffe, das Screencast nimmt das jetzt hier ordentlich auf. Und mit der Kamera von außen halt sieht man, wie das Spider hier hängt natürlich. So, Messung abgeschlossen. Entfernen Sie das Spider vom Bildschirm und klicken Sie auf Fertigstellen. Auch das machen wir mal. Dann klicken wir mal auf Fertigstellen. So, ja, Apple iMac 1, ich lasse das Profil jetzt erstmal da und sage Speichern. So, der Spider 5 gibt er mir hier an, hatten alle notwendigen Felder gemessen, die von der Software angegeben wurden. Es wurde bereits ein Monitorprofil für Ihr Anzeigegerät auf Grundlage dieser Messungen erstellt. Sie können es jetzt unter einem benutzerdefinierten Dateinamen speichern. So, das machen wir einfach mal. Heute haben wir den 1.4. Ich gebe mal 1.4 ein. 2021, damit ich auch weiß, wann es erstellt worden ist. Und ganz wichtig auch hier, wir haben hier eine Software-Kalibration gemacht und keine Hardware-Kalibration. Hardware-Kalibration mache ich mit den Reglern auf der Tastatur beziehungsweise direkt am Monitor und das speichert er mir zwar auch als Farbprofil nachher ab, wenn ich also über die Systemerweiterung Monitor das Ganze dann durchführe. Allerdings, er speichert es mir nur als Farbprofil ab, weil es halt einfach mittlerweile das ganze Color Management nur noch über Farbprofile läuft. Ich habe aber nur eine Hardware-Kalibration, eine Hardware-Einstellung am Monitor gemacht. Ganz wichtig, jetzt hier habe ich letztendlich die Kalibration und ein Profil, ein Softwareprofil erstellt und habe das Ganze dann quasi direkt mit als Korrekturkurve so gesehen mit da drin. Aber das schauen wir uns gleich nochmal an. Ja, ich sage jetzt mal auf Speichern und ja, herzlichen Glückwunsch, das ist nett. Er gibt mir jetzt also die Info hier an. Wir gehen mal auf Weiter
Und er zeigt mir jetzt nochmal hier die Kalibrierung an. Und Sie sehen die Ansicht jetzt nach der Kalibrierung. Ich gehe mal hier auf Umschalten, mal gucken, wie es vorher aussah. Oh, da sehen wir einen deutlichen Unterschied. Es ist viel kälter. Also ist jetzt sehr viel wärmer geworden. Und anscheinend war da der Monitor doch so falsch eingestellt, dass er das also nicht so ordentlich hingekriegt hat hier. Also das ist ein deutlicher Unterschied, würde ich sagen. Da freue ich mich, dass ich jetzt einen tollen kalibrierten Monitor habe. Das ist prima. Ich gehe mal hier auf Weiter. Wir gehen hier nur in die Grundeinstellungen rein. Und er zeigt mir hier, das ist die Schuhsohle, von der ich eben sprach. Also der CEEYXY-Farbraum. Das große Y sehen wir gerade gar nicht. Das kommt jetzt hier quasi aus der Tafel, eben aus der Monitorebene heraus. Aber wir haben hier die X-Achse und die Y-Achse hier. Und ihr seht schon, warum das Schuhsohle heißt. Ja, die Form ist unverkennbar. Und er gibt mir jetzt an, dass mein Monitor tatsächlich 100% von sRGB erreicht. Das ist schon ziemlich gut. Also sogar noch anscheinend etwas mehr. Also mit Grün hier, da hat er auf alle Fälle das sRGB. Und mein Monitor hier erreicht also tatsächlich noch etwas mehr als sRGB. Wir gehen mal hier in den Vergleich mit Adobe RGB. Da liegen etwas daneben, aber der Farbraum ist schon mal relativ identisch. Also der ist tatsächlich besser hier, als ich denke. Ich erreiche 91% von Adobe RGB. Damit kann man schon mal ziemlich auf der sicheren Seite sein. Natürlich gar nichts im Vergleich zu einem sogenannten Wide Gamut Monitor, also der also einen größeren Farbraum darstellen kann als Adobe RGB. Ganz klar, was man jetzt auch sieht, ist natürlich, wenn das hier Adobe RGB ist, hier diese lilane Geschichte, dann ist es tatsächlich so, dass ich also in diese Bereiche hier, diese Farbeindrücke oder hier mit meinem Monitor erstmal gar nicht darstellen kann. Aber bei sRGB bin ich hier wunderbar voll drin und kann mir sicher sein, dass alle Bilder, die ich von der Digitalkamera bekomme, die im sRGB-Farbraum aufgenommen sind, dass ich die auch alle komplett darstellen kann. Also das wäre noch so eine ganz wichtige Geschichte, weil hier die auch die iMac-Monitore oder generell also ein Anführungszeichen günstiger Office-Monitor, die sind ja eher dafür da, um ja knallige Farben darzustellen, schöne Charts, tolle Office-Daten mit allem drum und dran, PowerPoint und Excel, dass da alles ordentlich aussieht. Und die sind nicht dafür gedacht, dass ich hier in noch nur annähernd in kalibrierter oder sogar profilierter Form einen korrekten Farbeindruck dessen bekomme, was später mir der Bogenoffsetdruck liefert beispielsweise. Ja? So, schauen wir uns einfach mal an, was jetzt mit unserem erstellten Profil passiert ist. Also erst einmal, es wurde natürlich auf der Festplatte abgespeichert und in dem Fall jetzt hier auf der Benutzerpartition und dann in der Library im Ordner ColorSync. ColorSync ist ja die Systemerweiterung auf dem Mac, welche die Farbprofile fürs Betriebssystem und für die Programme handelt. Dann haben wir hier den Ordner Profiles und im Ordner Profiles liegt dann hier das heute erstellte Farbprofil für unseren Monitor. Und wenn ich jetzt hier mal in meine Monitorsystemeinstellungen reingehe, dann kann ich mir das Ganze über Farben hier nochmal anschauen und sehe auch, dass hier direkt schon voreingestellt und ausgewählt ist das heute erstellte Farbprofil. Das heißt also, die Software regelt direkt, dass das Farbprofil dem Betriebssystem zur Verfügung gestellt wird und dann, dass der Monitor auch dann quasi mit seinem eigenen Korrekturprofil arbeiten kann. Ich habe es einfach mal per Doppelklick geöffnet. Auch da kann man wenigstens ein, zwei Informationen schon mal rauslesen. Und zum Beispiel bin ich jetzt hier bei dem Medienweißpunkt. Also wo liegt der Weißpunkt dann meines Monitores? Und der ist jetzt hier mit den XY-Koordinaten hier in der Schuhsohle angegeben für X, Y und Z, also für Rot, Grün und für Blau entsprechend. Und ja, je nachdem, ob der jetzt weiter hier rüber liegt, dann würde der Farbeindruck oder die Farbtemperatur des Weißpunktes ins Bläulichere gehen. Liegt er weiter hier oben, geht sie entsprechend ins Gelbliche rein. Auch hier können wir uns nochmal anschauen, was kann denn dieses Farbprofil oder was kann der Monitor? Und auch hier kann ich jetzt mein rotestes Rot, mein blauestes Blau und mein grünstes Grün sehen. Auch hier jeweils wieder
Hier steht zwar X, Y und Z-Werte, aber die X, Y und Z-Werte sind Werte, die von 0 bis 100 gehen. Dann könnt ihr mal am besten ins Druckprofil ISO-Coded reingucken, um euch diese X, Y und Z-Werte im Vergleich zum LRB anzuschauen. Was jetzt hier eingetragen ist, sind die X- und Y-Koordinaten jeweils dann hier in der sogenannten Schuhsohle im CEY-XY-Modell. So, ja, in der Zusammenfassung das Ganze dann nochmal. Also, der Monitor wird kalibriert mit einem Messgerät, ein sogenanntes Kolorimeter. Wir hatten hier das Spider 5 und dieses Kolorimeter, dieses Messgerät in Verbindung mit seiner Software weist den Monitor jetzt an, Farben darzustellen, Farb-RGB-Farbwerte darzustellen. Und das Messgerät misst jetzt, wie der Monitor das überhaupt umsetzt. Also auch nochmal hier ganz wichtig, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass also nur die Anweisung von Werten von 0 bis 255, also nach dem Motto von 0 bis 100% deines Könnens, lieber Monitor, stellst du jetzt die Farben so dar und ich gucke, was du da kannst. Und das schreibe ich dir ins Profil rein und kann gegebenenfalls anhand dessen das Ganze später dann auch korrigieren. Dieses Farbprofil, weil das ganze Color Management nur noch über die Farbprofile, also über die ICC-Profile läuft, wird direkt automatisch dann in mein Betriebssystem integriert und das im Kontrollfeld Monitor oder in der Systemerweiterung Monitor kann ich das Ganze dann direkt sehen, dass auch der Rechner dann mit seinem korrigierten Farbprofil dann arbeitet. Ganz wichtig auch nochmal, was wir am Anfang vom Video gesagt haben, ihr schaut euch die Begriffe Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur, Kelvin und Gamma-Wert, die auf alle Fälle nochmal an, recherchiert ein bisschen zum Gamma-Wert auch, was dieser Korrekturwert da eigentlich zu tun hat oder woher der kommt, und dann müsstet ihr für die Prüfung auf der sicheren Seite sein. Ich wünsche euch viel Erfolg, ihr denkt bitte ans Liken, Teilen und Abonnieren.